ein neues Gesicht, das ist Tien, ich bin Felix. Und herzlich willkommen zu Was geht ab, Flash News. Hui. Die Bundesregierung möchte das Grundgesetz ändern, sodass die Bundeswehr zukünftig bei Flugzeugentführungen durch Terroristen eingesetzt werden kann. Die Verteidigungsministerin, momentan ist das Ursula von der Leyen, könnte dann im Notfall allein über den Abschuss eines Flugzeuges entscheiden. Schon seit Jahren hatten Piloten der Luftwaffe das gefordert. Denn bisher hätten in so einem Fall erst langjährige Abstimmungen stattfinden müssen. Dafür ist im Ernstfall aber keine Zeit. Wenn zum Beispiel ein Terrorist mit einem Flugzeug ein deutsches Kernkraftwerk ansteuert, dann bleiben oftmals nur Minuten, um zu entscheiden. Diese Entscheidung hätten die Piloten selbst tragen müssen. Durch die Änderung von Artikel 35 liegt diese Last dann auf der Verteidigungsministerin. Sie kann im Notfall allein befehligen, dass Kampfjets aufsteigen und das gekaperte Flugzeug abdrängen oder durch Warnschüsse zum Landen zwingen sollen. Wenn die Maschine nur mit Terroristen besetzt ist, könnte sie auch abgeschossen werden. Der Europäische Gerichtshof hat heute in seinem Urteil das EU-Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig erklärt. Es ist nicht mit dem EU-Recht vereinbar, dass Kommunikationsdaten gespeichert werden, ohne dass ein Verdacht auf Straftaten besteht. Geklagt hatten eine irische Bürgerrechtsorganisation, die Kärntner Landesregierung und einige tausend Österreicher. Sie sahen in der Speicherung eine Verletzung der Privatsphäre, des Datenschutzes und der freien Meinungsäußerung. In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung 2010 verboten. Sie rufe ein bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins hervor. Die Große Koalition wollte sie wieder einführen, aber erst das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abwarten. Seit 6 Uhr am Dienstagmorgen befinden sich griechische Journalisten im Streik. Sie legen für insgesamt 24 Stunden ihre Arbeit nieder. Damit wollen sie gegen ihre geringen Gehälter und auf die Lage der Redakteure aufmerksam machen. Einige von ihnen haben schon seit Monaten keinen Lohn mehr von ihrem Arbeitgeber bekommen. So gab es heute in Griechenland keine Nachrichten, weder im Fernsehen noch im Rundfunk. Stattdessen liefen Serien, Spiel- und Dokumentarfilme im Fernsehen. Morgen wollen die Gewerkschaften der Staatsbediensteten und des privaten Bereichs für 24 Stunden streiken. Die Bundesregierung hat sich mit Cornelius Gurlitt darüber geeinigt, was mit seinen Kunstwerken passieren soll. Mehrere Wochen lang hat er deswegen mit dem Bund und dem bayerischen Justizministerium verhandelt. Jetzt steht fest, dass Gurlitt freiwillig untersuchen lässt, welche Bilder zu Nazi-Raubkunst gehören. Diese Werke werden dann an ihre jüdischen Eigentümer zurückgegeben. Die Bilder, die nicht in diese Kategorie fallen, werden höchstwahrscheinlich vom Staat verwaltet. Gurlitt wird möglicherweise erlaubt werden, seine Lieblingsbilder unter Aufsicht anzuschauen. Letztes Jahr wurde bekannt, dass der 81-jährige Münchner in seiner Wohnung knapp 1300 Kunstwerke gelagert hat, bei denen es sich hauptsächlich um Raubkunst aus der NS-Zeit handelte. Ein Expertennetzwerk aus mehr als 100 Professoren für Strafrecht hat eine Petition gegen die deutsche Cannabispolitik gestartet. Die Juristen fordern, dass das Drogenstrafrecht unbedingt reformiert werden muss und Konsumenten nicht länger kriminalisiert werden. Weltweit hätte eine Verfolgung von Cannabisrauchern nur negative Auswirkungen gehabt. Dadurch werden sie erst recht auf die schiefe Bahn geraten. Das Betäubungsmittelgesetz, das in Deutschland die Rechtslage jeglicher Drogen regelt, stammt noch aus dem Jahr 1981. Die Professoren wollen zwar kein grundsätzliches Recht auf Rausch durchsetzen, aber zumindest die Strafverfolgung beim Besitz von geringen Mengen Cannabis abschaffen. In den Niederlanden und der Schweiz hätte es nach der Legalisierung von Marihuana schließlich auch keine Explosion des Drogenkonsums gegeben. Was meint ihr? Sollte der Abschuss von Terroristenflugzeugen einfacher möglich sein? Wie findet ihr die Lösung für Gurlitts Kunstwerke? Und welche Konsequenzen hätte die komplette Legalisierung von Marihuana in Deutschland? Eure Meinung ist gefragt. Schreibt es unten in die Kommentarbox rein. Dort drüben findet ihr noch 2 weitere Videos unter Tien, könnt ihr abonnieren. Unter Felix findet ihr Texcalibur und in der Videobeschreibung alle Social Media Links. Das waren die Was geht ab Flash News. Und wir sind jetzt raus. Ja.